Hallo Leute, ja, wir sind gerade gelandet, wie ihr seht, und haben unsere Klamotten mitgebracht. Und ja, der Dralo hatte mir geschrieben, dass ich doch mal schauen sollte, dass ich einen Sauerstoffmacher, einen Sauerstofftank produziere, damit wir hier weiterkommen. Nach dem Logo schauen wir uns das mal an, ne? So, dann sind wir hier und haben unser Lager hier hingestellt. Und jetzt müssten wir nur mal schauen. Läuft der jetzt hier? Ja, ne? War nur sehr beschaulich wahrscheinlich. Aber erstmal geht's ja. So, jetzt müssen wir nur gucken, den Sauerstofftank, wie wir den hierher kriegen, beziehungsweise wie wir den produziert kriegen. Wo war denn jetzt? Ne, links. Ne, das war falsch. WASD wollte ich drücken. Hier links haben wir den Drucker letztes Mal hingestellt. War der da zu machen? Okay, da brauchen wir das Aluminium für den Sauerstoffmacher. Das haben wir ja gerade mitgebracht. Na, jetzt liegt es da rum. Nee. So, das muss dahin. Und dann haben wir auch gar kein Problem mehr, wenn wir den gemacht haben, ne? Und Dralo hat noch geschrieben, dass man dann viermal so viel was machen kann, ne? Viermal so viel laufen kann wie mit dem normalen. Ja, jetzt sind wir erstmal am Produzieren von einem Sauerstoffmacher und dann können wir die Verbindung machen. Aber der andere, ja, weiß ich jetzt gar nicht, wo man den machen kann. Müsste ich dann mal gucken, ne? Kann ich den selber im Rucksack machen? Wahrscheinlich, oder doch? Verpacker, kleiner Turbinenhobel, kleiner Drucker, Einebnungsblock, Verbindung, Sauerstofffilter, meint er den? Kleiner Generator, Leuchtfeuer. Da ist der Sauerstofftank, den meint der Dralo. Dafür braucht man Glas, okay. Und das müsste man in den Schmelzofen machen. Und dafür braucht man wiederum wahrscheinlich Sand. Aber den haben wir bestimmt nicht mit. Schmelzofen wäre nicht das Ding. Wolfram, Aluminium. Ja. Jetzt haben wir hier noch einen mittelgroßen Drucker, okay. Die Forschung läuft erstmal. Gut, aber jetzt haben wir gleich den Sauerstoffmacher fertig hier. Der läuft immer noch da. Was haben wir denn da hinten liegen? Den Rover sitzt ja, den wollten wir auch noch ein Fahrzeug hier haben, aber das klappt ja auch nicht, ne? Ja, und durch das fehlende Sauerstoff. Warte mal, da habe ich ja noch so ein Teil drin, ne? Da können wir noch ein bisschen mit dem Sauerstoff mehr laufen, oder? Sieht so aus. Jetzt können wir mal ein bisschen hier gucken. Der Sauerstofffilter lohnt sich, ne? Region Düne. Was haben wir denn hier so? Okay, hier haben wir ein tiefes Loch auf jeden Fall, wo wir nicht reinfallen dürfen. Ich hoffe, die schießt nicht die Pflanze. Da haben wir noch mal Dynamit. Kann ich auch mitnehmen, sehr gut. Und oh, wir müssen ganz schnell zurück, weil jetzt der Sauerstofffilter leer ist. Okay, nicht das Versterben. Müssen wir aber hinkriegen, oder? Ja. Er jammert schon. Aber alles gut, hat noch geklappt. Okay, jetzt haben wir diesen Sauerstofffilter aufgebraucht. Dafür haben wir jetzt das Dynamit noch hier geholt. Ist ja auch gut, ne? Kann man auch gebrauchen. Um irgendwelche Kanister aufzumachen. So, der braucht noch einen kleinen Moment. Was haben wir hier jetzt liegen? Wolfram und daneben Stromverlängerung, okay. Hier haben wir jetzt was? Kohlenstoff, Zink, Aluminium nochmal, Wolfram und Laterit. War Laterit nicht gleichzeitig, sag schon. Ja, war es, meine ich, Aluminium. Ist hier noch was dran an dem Ding? Nee, ne?
Alles Schutt. Kann ich jetzt auch nichts rausbauen. Da gibt es auch nichts. Das habe ich glaube auch schon angeguckt. Gucken wir gerade hier nochmal hoch. Da konnte man auch reingucken, ne? Die hat mich tatsächlich getroffen, diese Pflanze, ey. Okay, da geht's da unten rein. Und da geht's auch noch irgendwo hin. Okay, der Drucker ist fertig. So, jetzt haben wir einen Sauerstoffmacher. Den können wir jetzt erstmal öffnen, dann da oben reinsetzen. In die Rakete. Na, komm, pack da rein. Ist er jetzt drin? Jetzt ist er drin. So, und jetzt funktioniert auch hier dieses Teil. Und jetzt haben wir auch Stäbe. Jetzt können wir uns weiter bewegen. Ne? Jetzt gehen wir mal in die Richtung zum Beispiel. Und können dann da zum Gemisch und könnt hier ganz entspannt immer hingehen. Und abbauen. Können noch ein Stück weiter gucken. Einen Pin haben wir noch. Hier runterschauen, ist da eine Öffnung? Ja, da geht es wohl rein. Da ist noch mehr Gewisch, da ist noch eine dicke, fette Probe. Dann nehmen wir die doch mal gerade mit, oder? Weil die andere Forschungsprobe müsste ja gleich auch schon erforscht sein, oder? Schauen wir mal. Naja, dauert noch eine ganze Weile, aber ist nicht schlecht, schon eine nächste zu haben. Gut, und dann haben wir auch keine Pinne mehr. Das bedeutet, wir müssen neue herstellen und ich glaube, das können wir auch so hinkriegen. Glas, ja, Glas haben wir nicht. Verbindung. Die machen wir mal gerade. So, jetzt haben wir neue Verbindungen. Jetzt würde ich tatsächlich von hier aus nach da oben gehen. Hier ist Harz. Der war ein klein bisschen zu weit weg. In diese Richtung. Schießt der da rechts? Oh, keiner mehr da. Aber jetzt sind wir schon so nah, dass wir hier wenigstens gerade mal reingucken können, ob es hier noch was Schickes gibt. Und da ist auf jeden Fall ein Lager. Und dann können wir vielleicht noch mal wiederkommen. Ach so, was sinnig ist, dass wir das Lager vielleicht benutzen würden, ne? Lass uns doch mal gerade nochmal gucken, was da ist. Die Hupe können wir auf jeden Fall aufs Lager packen. Wir hätten das Lager vielleicht ein bisschen näher ranbringen sollen. Ne? Ammonium.
Machen wir mal darüber. Das hier ist eine Batterie, ne? Kleine Batterie, sehr schön. An das Hin- und Herlaufen hätten wir uns sparen können, indem wir das Lager jetzt mitgenommen hätten, ne? So, nochmal. Ich habe jetzt irgendwie gerade überhaupt nicht nachgedacht, dass wir vielleicht Sauerstoff brauchen. So, jetzt. So, den noch ans Lager. Was haben wir jetzt noch hier drin? Schrott. Schrott. Das ist auch Schrott. Ist hier hinter noch was? Ne. Alles Schrott an diesem Feststoff. Düse oder was es auch immer ist. So. Den machen wir mal hier hin. Ich denke mal, ich habe jetzt nichts. Kein Gemisch da, um neue Dinge zu machen. Da vorne wäre Gemisch. Einmal schneller laufen und gucken, was hier so am Abgrund ist. Da geht es dann da auch rein. Da gibt es Harz. Da oben ist noch irgendwie, wahrscheinlich ist das eine Forschungseinrichtung. Wir brauchen aber wieder Sauerstoff. Lauf mal hier ein Stück noch hin. Was ist das? Ein Buggy, oder? Der leider kaputt ist. Irgendwas Brauchbares hier dran? Nicht wirklich. Das heißt, wir müssen wieder dahin. Das ist unsere Sauerstofflinie gerade. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal das Lager mit und gehen zurück. Ist das hier rechts Zinkblende? Ich glaube schon, ne, oder? Ne, ist auch Gemisch, oder? Ja, ist Gemisch, okay. Gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein Stück Lager mehr. Auch nicht verkehrt. Warte mal. Die Forschungsprobe, die große kann da rein. Dann arbeitet er wieder. Wie viele Punkte haben wir denn hier so? 11.600, wow. Sauerstofftank, da ist er. Glas. Ja, da müssen wir erst Glas haben. Tragbauer, Sauerstoffmacher, okay. Steht da, kann ich nicht lesen, ey. Aber wir machen den mal, forschen den einfach mal, ne? Oh, der war teuer. Wo kann man den denn machen? Hier. Handelsplattform, große Plattform. Was brauchte der Buggy? Aluminium. Haben wir hoffentlich noch ein Aluminium da? Wenn wir das jetzt aufgebraucht hätten, wäre doof, ne? Aluminium. Und Gemisch. Haben wir ein Gemisch hier rumliegen? Ne, ne? Okay, dann holen wir schnell Gemisch, damit wir den Buggy machen können. Den Roversitz haben wir schon, der musste, glaube ich, da auch rein, ne? Dann geht's doch voran, wenn wir hier den Buggy haben.
Okay, das Gemisch haben wir. Kein Strom mehr, okay. Hier ist unser Brennofen. Ne, der war falsch, der ist richtig. Und F und druck mir den Buggy. Sehr gut. Ich lass uns mal da drüben nochmal hingehen zum zweiten Drucker und schauen, ob wir hier diesen Sauerstoffmacher, den tragbaren, machen können. Roversitz haben wir, Traktorhänger, Feststoffschubdüse, Verpacker, kleine Kanister, Arbeitslicht, Flutlicht. Nee, ist hier nicht drin. War sie in unserem Rucksack? Nee, ne? Da ist er. Was brauchen wir da? Nano-Carbon-Legierung. Okay, die haben wir wahrscheinlich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie man die herstellt. Das war der Roversitz. Den nehmen wir gleich mit nach da hinten, weil den müssen wir definitiv da hinten machen. Den brauchen wir hier wahrscheinlich. Leg ihn da erst hin. Wenn der hier fertig ist, der Buggy, dann kommen wir da weiter. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst wieder einen Cut. Danke für den Tipp, Dralo, den du uns gegeben hast für den Sauerstofftank. Den müssten wir dann auch noch machen, ne? Und dann können wir viermal so weit laufen wie bis jetzt. Werden wir in der nächsten Folge, denke ich mal, dann angehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.